für mein Bienenhäuschen hier. Das habe ich gebaut, als ich noch nicht YouTuber war, deswegen leider kein Projekt dazu. Und das Ganze habe ich mit Holzschindeln bedeckt. Ihr seht, ja, das muss ich mal erneuern. Da oben fehlen welche. Ja, ich muss auf jeden Fall ein paar neue Schindeln machen. Wie macht man Schindeln? Das zeige ich euch. Das hier ist ein Schindelbeil. Davon schält man von so einem Baumstamm gewisser Länge einfach ein Stück ab. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Ich habe im Moment bloß hier so eine Baumscheibe. Ist natürlich viel zu schmal, aber um es euch mal zu zeigen, hier ist der schon morsch, wie das ungefähr funktioniert. Wenn das jetzt ein Holzstamm wäre, mit dieser Höhe, dann geht man her und haut mit dem Schindeleisen hier das einfach runter. Zack, so schnell geht's. Kann man so eine Schindel runterschälen. Die müsst ihr euch jetzt natürlich entsprechend länger vorstellen. Und die wird hier dann später noch in so eine Schnitzbank eingeklemmt und mit so einem Ziehmesser hier in Form gebracht, wenn noch irgendwas abstehen sollte, einfach schön gemacht. Aber mein Problem ist, dass das hier nicht der richtige Hammer ist. Der ist einfach, obwohl er recht groß und schwer ist, immer noch zu leicht. Ich muss mir einen gescheiten Schlegel machen und den will ich drechseln. Kommt mit. Dazu werde ich mir aus einem Stück Baumstamm, der mir mal im Sturm umgeknickt ist, der liegt hier. Ich weiß nicht, was es für ein Holz ist. Vielleicht könnt ihr erkennen an der Rinde. Da werde ich mir jetzt ein Stück raussägen. Hier werft doch mal einen Blick auf den Stamm und auf die Rinde. Ist auf jeden Fall keine Buche, keine Eiche. Innen schält sich das hier so leicht weg. Ah, im Sommer kann ich mehr sehen, denn genau dieser Baum hier war es, oder ein Teil davon, der stand hier. Und wenn der wieder Blätter hat, werden wir mal schauen, was es war. Schaut mal, wie schön das Wetter hier hinter mir ist. Es ist saukalt heute, aber trotzdem schön. Es ist windig. Ja, Ende März, Anfang April. Das Wetter tut, was es will. Hopp. Huh. Ein netter Zuschauer hat mir geschrieben, ich soll meine Bandsäge mal wieder ein bisschen pflegen, beziehungsweise den Tisch hier. Das habe ich jetzt gemacht. Silbergleit heißt das Zaubermittel. Ist einfach so ein nach Benzin, Diesel stinkendes Zeug. Damit reibt man das hauchdünn ein hier und schützt es einfach ein bisschen vor Korrosion. Denn das ist kein Edelstahl, das ist Guss. Und das ist recht empfindlich, was Korrosion angeht, Rost. Und hier bei mir in der Scheune ist halt nicht ideal. Da ist feucht und deswegen schützen. Danke. Weil mein kleiner Baumstamm hier nicht ideal rund ist, werde ich den schon mal so ein bisschen an der Bandsäge vorsägen, ein bisschen die Rinde wegmachen, dann habe ich es nachher beim Drechseln nicht so schwer. Ja, sowas ist schön, wenn die Rinde so an einem Stück runterkommt. Ich finde das immer fantastisch, muss ich sagen. Das ist ja mal gewachsen. Es riecht so leicht pilzig, moderig, ein toller Geruch wie im Wald. Hopp. Hopp. Und weil ich so ein Stück Holzklotz hier nicht einfach in die Drechselbank einspannen kann, gibt es solche Teile, die schraube ich hier einfach zentriert auf meinen Holzblock und kann dann den Kopf von der Drechselbank hier einspannen. Hier habe ich mal ein Schild mit Goldfarbe gemacht. Kein Gold, nur Goldfarbe.
Die Naschi-Birne finde ich auch ganz lustig. Dann habe ich es noch behandelt mit einem Firnisöl, Leinölfirnis. So kommt es an die Naschi-Birne ran. Hat es verdient. Naschi-Birne ist wirklich was Tolles, habe ich schon mal gezeigt. Letzten Gartenrundgang, ich verlinke ihn euch da oben. Mmh. Da los. Ach so, Strom. Scheiße, geht nicht. Was soll denn das jetzt? Frank anrufen. Wozu hat man nicht einen coolen Bruder, der sich mit Elektronik und Elektrik auskennt? Frank anrufen. Ah, hey Frank, Florian. Du, ich habe ein Problem. Wollte gerade was drechseln und tut keinen Mucks der Motor. Ich hätte eine Frage, hättest du Zeit vorbeizukommen? Muss nicht sofort sein. Bist sowieso in der Gegend, das wäre geil. Cool. Ja, vielen Dank. Okay, bis gleich. Ciao. Super. Frank hat Zeit, er kommt. So muss sein. Hey Frank, bin ich froh, dass du kommst. Jo. Corona. Schon mal hier das schöne Stück. Dann messen wir den erstmal, oder? Ich habe den Motor jetzt schon hier so ein bisschen ausgebaut, gesehen, dass man überhaupt hier rankommt. Der wäre normalerweise ganz verbaut gewesen. 0,9 kW, also 900 Watt. Dein Friseur ist auch gestorben. Kannst du ganz kurz erklären, was so ein Kondensator an so einem Motor macht? Die Maschine wird mit Wechselstrom betrieben. Also einfach ein 230 Volt Wechselstrom. Bei dem Wechselstrom weiß der Motor nicht, wie rum er drehen soll. Das heißt, beim einen Einschalten dreht er so rum, beim anderen andersrum. Deswegen nimmt man jetzt einen Motor, der nicht eine, sondern zwei Phasen hat. Mhm. Und über den Kondensator wird die zweite Phase versorgt. Und in dem Kondensator findet eine Verschiebung von der Stromspannung statt. Er sorgt einfach nur dafür, dass er immer in die gleiche Richtung dreht. Dass er richtig rum anläuft. Ja. Mhm. Gut. Gerade bei so einer Maschine oder auch bei einer Kreissäge ist es ja nötig. Also, ne? Bei allen Maschinen, wo die Drehrichtung wichtig ist. Wie ist denn bei meiner Kreissäge, die mit 400 Volt läuft? Da gibt doch die Drehrichtung, die Verpolung vor. Genau. Okay. Der hat ja schon drei Phasen. Die kommen aus dem Netz so und sind um 120 Grad verschoben. Und damit ist die Drehrichtung bereits bestimmt. Okay. So, jetzt messen wir diesen Kondensator mal, der ja laut seinem Aufdruck 12 Mikrofarad haben sollte. Oh, und hat noch 11 davon. So schlecht ist das nicht. Ich tausche ihn jetzt einfach mal. Und schau mal einen neuen rein. Okay. Ich habe ja einen dabei. Ist es nicht klasse, wenn man einen Bruder hat? Der ist eh viel schöner. Gell? Und natürlich wie jedes Mal, wenn mein Bruder da ist, schauen wir in seine Kiste rein. Was sehen wir? Ich doch. Also ich erinnere mich noch, als ich Kind war, hatte ich eine Lego-Kiste. Und es hat sich genau gleich angehört. Aber zumindest weiß er genau, was drin ist, was er hat. Und es sind alles Teile, die du auch tatsächlich immer mal wieder brauchst, oder? Ja. Ich habe von dieser Kabeltrommel den Strom genommen mit diesem Kabel und da angeschlossen. Ja. Das kann daran nicht liegen, oder? Nein. Dass der zu sehr aufgewickelt ist. Und ich meine, das ist bei 900 Watt. Das ist nicht die Welt. Also die wirkliche Gefahr ist, wenn man jetzt hier Heizgeräte oder was, die jetzt 2000 Watt aufnehmen oder 2500 oder was auf Dauer damit betreibt, dann kann so eine aufgewickelte Trommel so heiß werden, dass das Kabel kaputt geht. Steck du mal ein. Ja, genau. Ja, ist aus. Ah, dreht sich in die falsche Richtung, ne? Ich kann dann aber mit dem Finger schon festhalten. Okay. Scheiße. Ist also nicht der Kondensator, scheint der Motor kaputt zu sein, oder? Da ist wohl der Motor platt. Das Shit. Lohnt sich nicht mehr, den wickeln zu lassen, wahrscheinlich. Mhm. Aber kann man doch irgendeinen Motor nehmen, oder?
Komm mal mit. Komm mal mit. Was ist mit dem Kleinen? Ein bisschen zu groß, ne? Das ist so ein bisschen mit Kanone auf Spatze geschossen. Versuch war es wert. Was kann denn kaputt gehen in so einem Motor? Ich meine, das ist eine Welle und da sind Wicklungen drin. Genau. Die Wicklungen sind. Die können zum Beispiel, wenn der Kondensator hier wirklich kaputt geht, dass der Motor eben steht, schickst du ja Strom rein. Ja. Und normalerweise sollte er die Energie dann wieder loswerden, indem er Bewegung von sich gibt. Mhm. Das kann er dann aber nicht mehr, er bewegt sich ja nicht mehr, also wird er warm. So, das geht eine Weile lang gut, bis irgendwann der Lack, der auf den Drähten drauf ist, auf den einzelnen, dann stellenweise kaputt geht. Mhm, und dann, so. Dann gibt es Feinschlüsse. Okay. Wenn du jetzt einen Motor suchst, kannst du nach Elektra Beckum Motortyp HDM55 suchen. 0,9 kW. Und dann sollte der mechanisch eigentlich auch passen. Okay. Also es muss nicht der sein, ein ähnlicher. Ähnlich. Den kriege ich hier vielleicht auch irgendwie dran geflanscht. Ne? Denke ich auch. Okay. Dann kann ich jetzt nicht drechseln. Okay, erstmal auf die Suche nach dem Motor gehen. Du kannst diese Schraube hier ein Stückchen öffnen und dann machst du dir hier eine Kurbel dran. Ne? Ich gehe auf die Suche, vielleicht finde ich was. Dann rufe ich dich wieder an. Aber kriege ich vielleicht auch hin. Tut mir sorry, der Kondensator war es nicht. Kein Problem, probiert haben wir es. So ein Verdammt. Ciao Frank, vielen Dank nochmal. Wenn ihr findet, dass der Frank eine coole Socke ist, Daumen rauf. Ich finde, er hat es verdient. Cooler Bruder. Den Motor habe ich auseinandergenommen, hier dieses Teil zum Beispiel runter, das ganze Innenteil raus und dann was ganz Schweres von der Welle, von der Motorwelle, diesen Flansch hier runter gemacht. Da läuft ja der Keilriemen drauf. Das war nicht einfach, aber ich habe es schlussendlich hingekriegt. Gemessen habe ich den Wellendurchmesser, exakt 14 mm. Und ihr seht, mein alter Name noch drauf. Und was für ein Fan war ich damals, ein großer... Werner muss kesseln. Den habe ich überall gemalt. War klasse. Die Motordaten habe ich ins Internet eingegeben. Und was soll ich sagen? Man findet diesen Typ. Habe ich bestellt. Und da ist er. Drückt mir bitte mal die Daumen, dass es auch der richtige Motor ist. Dass er tatsächlich passt. Inbetriebnahme und Sicherheitsanweisungen für Elektromotoren. Die Welle passt nicht. Was ist denn das hier? 14? Ach so. Ah. Ist vorne viel dicker als hinten. Ah, passt. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Lochgrößen passen. Und wenn die Lochgrößen passen, dann baue ich das Ding einfach ein, schließe die Elektrik an und kann starten. Schauen wir mal. Es gibt's ja nicht. Es ist anscheinend genormt, ich weiß nicht. Oder ich habe saumäßig Glück. Ich kann das Ding so einbauen, wie es ist. Wie macht ihr denn einhändig ein Foto mit so einem Telefon? Ich werde immer wahnsinnig. Oh, ich muss mich hier immer fast verrenken. So, zack. Das geht an meinen Bruder. Motor ist da. Den elektrischen Anschluss, ja, den könnte ich schon machen, aber ich warte lieber, bis mein Bruder mal wieder in der Gegend ist. Der kennt sich da gut aus, denn Electricity hurts. Ah. Neuer Motor ist endlich drin. Mit Elektrik angeschlossen, hat mir mein Bruder gemacht. Der Motor hat zwei Kondensatoren. Einmal einen Anlaufkondensator und einmal einen Kondensator, damit der Motor immer in die gleiche Richtung läuft. Hat nicht alles so einfach gepasst, aber schlussendlich haben wir es dann doch reingekriegt. Dann kommt der Riemen wieder drauf.
funktioniert. Dann kommt der Kopf wieder drauf. Den hatte ich runtermontiert, damit wir mehr Platz haben. So schnell ist ein eigenes Werkzeug fertig. Das ist der Hammer. Das hier, mein Schlegel, richtig schweres Ding. Der hat Wumms. Probieren wir ihn doch mal aus. Am Anfang des Videos habe ich ja gezeigt, wie viele Schläge ich brauchte hier mit dem Hammer. Und hier ganz locker. Na gut, da ist ein Ast drin. Ohne Ast. Also wie eine 1. Funktioniert super. Schönes neues Teil. Liegt gut in der Hand. Ich habe ihn hinten so ein bisschen konisch gemacht. Hier kann man ihn wunderbar greifen. Schwer ist er. Ich lege ihn nachher mal auf die Waage. Schreib unter das Video, was das Ding wiegt. Ich schätze mal 2 Kilo. Ja, leider weiß ich nur das Holz noch nicht. Wenn es ihr wisst, dann gerne unter das Video. Vielleicht ist es so ein Ahorn.